Servus Leute und willkommen zu einer weiteren Destiny 2 Waffen-Review. Es ist wirklich sehr, sehr lange her, seit wir eine exotische Pistole in Destiny 2 bekommen haben, aber jetzt ist es wieder soweit. Bungie hat uns nämlich zum Jahresanfang mit der Pistole des Teufels Ruin beschenkt. Die Quest dazu ist wirklich sehr, sehr easy und lässt sich locker innerhalb von vielleicht 20 Minuten schaffen, deswegen werde ich hierzu eigentlich gar nicht wirklich mehr sagen. Bevor wir aber zur Review kommen, noch etwas in eigener Sache. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich wirklich über eure Unterstützung durch ein Like oder ein Abo freuen. Ich freue mich aber natürlich auch über jeden Kommentar zu dem Video. Und nun, lasst uns loslegen. Schauen wir uns einmal die Perks der Waffe an. Da hätten wir zunächst den intrinsischen Perk, die Lücke schließen. Variable Abzug, drücken und loslassen, um Einzelschüsse abzufeuern. Halten, um einen hoch aufgeladenen, ins Wanken bringenden Laser abzufeuern. Stark gegen unaufhaltsame Champions. Dann hätten wir noch den anderen Perk, Pyrogenese. Das vollständige Aufladen des Lasers füllt das Magazin aus den Reserven wieder auf. Und dann haben wir noch die Perks verlängerter Lauf, Projektionszünder und Kampfgriff, was dafür sorgt, dass wir eine Waffe mit ziemlich leicht handelbarem Rückstoß haben. Die Feuerrate im normalen Modus beträgt 300 und ist zum Beispiel mit der Drang zu vergleichen. Wenn wir den Laser benutzen, dann haben wir vorab eine Ladezeit von 1000, also einer Sekunde. Hier ist aber nicht nur der intrinsische Perk, die Lücke schließen, von Bedeutung bei der Waffe, sondern auch insbesondere Pyrogenese sollten wir hier Beachtung schenken. Denn solange wir auch nur eine Kugel im Magazin haben, können wir den Laser mit der vollen Kampfkraft nutzen. Im Grunde wird uns hierdurch gleich ein gewisser Spielstil aber auch vorgegeben. Wir schießen einige Schüsse auf kleinere Gegner oder auf einen Yellow Bar und dann, kurz bevor wir nachladen müssten, nutzen wir den Laser. Auf diese Weise holen wir dann auch das größte Potenzial der Waffe raus. Wie schlägt sich aber die Waffe im PvE? Ziemlich gut eigentlich. Also klar, es ist keine Waffe wie die Recluse zu besten Zeiten, also kein Must-Have, also zumindest nicht für mich, aber für eine Primärwaffe ist sie echt richtig, richtig gut und macht definitiv auch Spaß zu spielen. Der Schaden auf PvE-Gegner ist wirklich gut und dann ist es auch noch super hilfreich, Gegner wie zum Beispiel den Ogre, im Gameplay sehen wir etwas dazu, ins Wanken bringen zu können. Gerade auch in der Feuerprobe zum Beispiel oder in der Sonnenuhr ist es echt gut, wenn wir Waffen dabei haben, die das können. Wenn wir das Ganze dann aber noch mit dem exotischen Panzerhandschuh des Jägers, Mechaniker, Trickärmel kombinieren, dann wird der Schaden verdoppelt und wir müssen uns weder vor der Recluse noch vor sonstigen Primärwaffen verstecken. Wenn euch hierzu Schadenswerte interessieren, dann lässt sich sagen, dass sie zum Beispiel bei dem Ogre, den ihr hier auch im Hintergrund seht, pro Sekunde einen Schadenswert von ca. 78.000 habt. Also eine DPS von 78.000, allerdings natürlich mit den Mechaniker-Trickärmeln. Also overall finde ich, dass das Teufelsruin eine sehr, sehr gute Alternative im PvE ist und dass sie definitiv wieder etwas Abwechslung auch in die Waffenwahl reinbringt. Und sie macht auch Spaß zu spielen, sie sieht super aus und ich werde sie auf jeden Fall häufiger verwenden, da bin ich mir ziemlich sicher. Kommen wir nun aber zum PvP. Wie schlägt sich die Waffe denn hier? Nun, im Einzelschussmodus macht die Waffe 51 Schaden auf den Kopf und 37 auf den Körper. Das heißt, wir haben eine optimale Time to Kill von 0,6 Sekunden bei 4 Kopftreffern oder einer Sekunde bei 6 Bodyshots. Der Schadensabfall beginnt bei ca. 17 Metern. Wenn wir die Waffe im Einzelschussmodus mit anderen legendären Pistolen vergleichen, dann muss man sagen, dass sie sich hier auf keinen Fall verstecken muss. Ja, ich würde sogar sagen, dass sie im Gesamtpaket, also den Schaden, das Handling, wie sie sich im PvP einfach anfühlt, wirklich sogar besser als andere vergleichbare Pistolen abschneidet. Das ist aber nur ein Teil dieser Waffe, der Einzelfeuerschussmodus. Wir haben ja auch noch das sozusagen eingebaute Fusionsgewehr. Was können wir denn hierzu im PvP sagen? Die Schadenswerte liegen hier
nur noch bei 36 pro Kopftreffer und 26 pro Körpertreffer. Dafür wird aber der Schadensabfall auf knapp 19,5 Meter erweitert. Wir brauchen eine Sekunde, um die Waffe aufzuladen, und um ein ganzes Magazin zu leeren, brauchen wir dann noch einmal 0,93 Sekunden. Das führt dazu, dass wir inklusive Ladezeit der Waffe eine optimale Time-to-Kill von ca. 1,34 Sekunden haben und eine Bodyshot-Time-to-Kill von ca. 1,47 Sekunden. Das hört sich erstmal nicht so gut an. Also klar, wenn wir auf offenem Feld, wenn wir dem Gegner schon gegenüberstehen, die Waffe erst noch laden müssen und dann den Laser schießen, da dürfte ziemlich jedem bewusst sein, dass wir da in 90% der Fällen in diesem Feuergefecht ins Gras beißen. Aber wenn wir die Waffe richtig spielen, also wenn wir sie kennengelernt haben, wie und wann wir sie einsetzen, wenn wir es meistern, den Laser im Voraus zu laden, dann ist die Time to Kill bei ca. 0,34 Sekunden bzw. 0,47 Sekunden, wenn es ausschließlich Körpertreffer sind. Und diese Time to Kill ist wiederum der Hammer. Des Teufels Ruin hat gerade im PvP definitiv einen nicht zu unterschätzenden Skill Gap. Wir müssen die Waffe kennenlernen und lernen, wann wir den Einzelfeuermodus nutzen und wann wir den Laser nutzen, wie wir die Gegner in die Falle locken können, während wir den Laser gerade laden. Wenn wir das beherrschen, oh mein Gott, dann ist die Waffe einfach mega, mega gut. Übrigens, wenn es euch interessiert, bis zu welcher Entfernung ihr den gegnerischen Hüter im PvP mit nur einem Laserstrahl töten könnt, der Wert liegt hier bei ca. 31 Metern, also auch hier gar nicht mal so schlecht. Selbst auf die Entfernung hätten wir damit noch eine Time to Kill ohne Aufladen des Lasers von 0,93 Sekunden. Allerdings ist der Nutzen auf die Entfernung ehrlich gesagt nicht so wirklich groß, da hier sozusagen jede Kugel in Anführungszeichen treffen muss. Und das ist, naja, schwieriger als es aussehen mag. Auf jeden Fall, das war's jetzt erstmal zu der Waffenreview. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war ein wenig hilfreich. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, euer Ilias. Ciao.